Heute geht es um das Thema Prostacyclin. Das beste Prostacyclin ist das, was Sie selber produzieren können. Und dieses Prostacyclin ist ganz wichtig, um eine gute Blutflusseigenschaft zu ermöglichen, um also quasi Thrombosen zu verhindern, um Gerinnungsstörungen zu verhindern, um Entzündungen in den Blutgefäßen zu reduzieren, um den Blutdruck zu regulieren. Da Sie werden schon hören. Gleich geht's weiter. Wenn Sie sich mit dem Thema Covid-19 beschäftigen, haben Sie sicherlich auch schon gehört, dass es Thrombosen oder Embolien gibt oder dass auch die Blutgefäße sich entzünden. Ein Messparameter, von dem Sie vielleicht auch schon irgendwo in den Medien gehört haben, sind die D-Dimere. D-Dimere sind Fibrin-Spaltprodukte. Das heißt, vorher muss irgendwas vernetzt worden sein, was gespalten werden kann, und das misst man dann. Und es zeigt uns im Grunde genommen an, dass es eine erhöhte Gerinnungsaktivität gibt. Und das sieht man eben bei chronischen Erkrankungen, wo so etwas grundsätzlich gehäuft ist, weil also auch eine unterschwellige Entzündung zugange ist, manchmal auch eine durchaus überschwellige, was man am CRP-Wert zum Beispiel sehen kann oder eben am Anstieg von irgendwelchen anderen Botenstoffen, die uns das auch anzeigen, wie zum Beispiel Ferritin. Und das sieht man dann eben auch bei Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen mitunter, wo das erhöht ist und wo das Risiko für solche Durchblutungsstörungen ebenfalls ansteigt. Und die Möglichkeit, so etwas zu verhindern, ist dem Körper dadurch gegeben, dass er natürlich auch selber Stoffe hat. Also einmal Enzyme, die dieses Fibrin wieder spalten, und zum anderen auch zum Beispiel Gewebshormone, sogenanntes Prostacyclin, was in der Lage ist, Gefäße zu erweitern, insbesondere die auf der arteriellen Seite, und die Blutgefäße auf der venösen Seite, da wo das sauerstoffarme Blut lang fließt, zu tonisieren, also die Spannung zu erhöhen. Wenn sich also auf der arteriellen, der sauerstoffreichen Seite, die Blutgefäße erweitern, dann passt da mehr durch, dann sinkt zwangsläufig der Blutdruck ab. Und bei den kleinsten aller Blutgefäße, den Haargefäßen, die heißen so, weil sie so dünn sind wie Haare und so klein, dort müssen sich die roten Blutkörperchen im Gänsemarsch hintereinander anstellen, um da durchzugehen. Und wenn Sie jetzt irgendetwas haben, was diese Blutgefäßwand verändert, indem sie zum Beispiel anschwillt, dann verengen Sie den Verkehrsraum dazwischen. Das kann langstreckig passieren, das kann natürlich auch punktuell passieren. Und das bedeutet, dass wenn Sie an dieser Stelle ein Verkehrshindernis aufbauen, dann haben Sie an der Stelle einen Stau. Und wenn Sie A, das Verkehrshindernis machen, also durch eine Entzündung zum Beispiel die Gefäßinnenwand verändern, haben Sie eine Veränderung. Wenn die aufreißt und das Kollagen da drin liegt frei, haben Sie eine Veränderung. Und wenn der Blutfluss stoppt, weil Sie einen Stau erzeugt haben, haben Sie eine dritte Veränderung. Das ist die Virchow'sche Trias. Und die führt dazu, dass das Blut gerinnt. Wie kommt der Körper jetzt dazu, so ein Prostacyclin zu bauen? Dieses Prostacyclin wird über die Arachidonkaskade aus diesem so bösen Arachidonsäurewerk gebaut. Problem ist meistens nur, dass wir deutlich mehr Arachidonsäure aus der Omega-6-Fettsäure als Eicosapentaensäure aus der Omega-3-Fettsäure-Ecke haben. Und wenn es eine solche Dysbalance gibt, dass wir also ganz viel Arachidonsäure haben, dann wird natürlich auch ganz viel Arachidonsäureprodukt erzeugt. Und aus Arachidonsäure kann man eben nicht nur das schöne Prostacyclin bauen, sondern auch eine Reihe anderer proentzündlicher Botenstoffe, wie zum Beispiel das Prostaglandin E2. Und wenn Sie das erhöht haben, dann haben Sie Fieber, dann haben Sie Schmerzen, dann tut Ihnen alles weh, und dann greifen Sie auch zu sowas wie Acetylsalicylsäure oder Diclofenac oder Ibuprofen, wie sie alle heißen, bis hin zu COX-2-Hämmern. Dazu gehört sowas sogar wie Paracetamol, dazu gehört Celecoxib zum Beispiel, sodass man also darüber diese Arachidonkaskade unterbricht. Und wenn die gar nicht mehr abläuft, dann wird natürlich auch kein Prostacyclin mehr produziert. Das heißt, Sie können Ihren Blut
Druck nicht mehr dadurch senken, dass sie ihre Blutgefäße erweitern. Und wenn sie dann vielleicht zusätzlich noch ein blutdrucksenkendes Medikament nehmen oder im Moment auch nicht trinken oder durch Fieber sehr viel Wasser verschwitzen, Perspiratio insensibilis, oder vielleicht auch noch eine Entwässerungstablette eingeworfen haben, dann können Sie sich vorstellen, dass aus Ihrem Blut sehr schnell eine zähflüssige Pampe wird und diese kleinsten Haargefäße verstopfen sich. Das führt zu einem sehr, sehr ungünstigen Verlauf. Was können wir also tun? Sinnvoll ist, dass wir ein Gleichgewicht herstellen zwischen der Eicosapentaensäure und der Arachidonsäure. Bei den Eskimos war das ein Wert von 1 zu 1. Dazu braucht man natürlich naturbelassene Fischöle oder Algenöle, die das ermöglichen. Und man sollte natürlich auch messen, wo man steht, weil von allem ist das richtige Maß die Lösung zum Erfolg. Diese Öle dürfen nicht fischig schmecken. Dann sind sie ranzig, dann machen sie schöne Laborwerte, sie erzielen aber nicht das, was sie wollen an Gesundheit. Das bedeutet, diese Fettsäuren sind ungesättigt, die haben Doppelbindung, die können bei oxidativem Stress aufbrechen. Pön. Oxidativer Stress ist, wenn Sie viel Sport machen, ist, wenn Sie viel Energie abfordern, ist, wenn Sie mit Feinstaub Kontakt haben. Übrigens, Bremsstaub trägt zu deutlich mehr Feinstaub bei, als zum Beispiel das, was hinten am Auspuff rauskommt, in unserem Straßenverkehr. Oder was zum Beispiel bei Tonerstaub in Räumlichkeiten der Fall ist. Und so weiter und so weiter. Und es kann natürlich auch sein, dass Sie von Haus aus einfach verminderte Antioxidantien haben. Also Tocotrienole, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin D, B-Vitamine. Und dass aufgrund dessen Ihre körpereigenen antioxidativen Enzyme, die ja auch auf sowas wie Glutation zugreifen, also Selen und Glycin und Cystein und Glutamin, also Aminosäuren benötigen, nicht freien, vollen Zugriff haben und damit eingeschränkt sind. Wenn Sie jetzt es also geschafft haben, all die aufgezählten Einflussgrößen zu optimieren und auch die richtigen Öle in ausreichendem Maße zu sich nehmen, dann bauen die sich in gleichmäßigen Teilen in den Membranen, also den Zellwänden ein, sowohl der Kraftwerke Ihres Körpers, den Mitochondrien, als auch in allen anderen Zellen, und die da für verantwortlichen Enzyme greifen auf das zu, was Sie da drin haben. Und wenn Sie da ein Gleichgewicht haben, dann kriegen Sie auch eine gleichmäßige Antwort. Und das führt dazu, dass eben weniger Prostaglandin E2, weswegen Sie ja Diclofenac und Ibuprofen und Nurofen, wie sie alle heißen, genommen haben, nicht mehr brauchen oder weniger brauchen und demzufolge auch weniger Entzündung haben und gleichzeitig die Chance darauf haben, dass sich sogenannte Specialized Pro-Resolving Mediators bilden. Das sind Weiterentwicklungen aus diesen essentiellen Fettsäuren, die dazu führen, dass der Körper in Richtung Ausheilung geht. Und das bedeutet, dass chronische Entzündungen blander und milder verlaufen. Wenn man dann nicht in der Lage ist, etwas zu unternehmen, was die Enzymaktivität, die dafür notwendig ist, zu steigern, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel die intravenöse Sauerstofftherapie zum Einsatz zu bringen, von der wir nachweislich wissen, dass wir die eosinophilen Granulozyten vermehren, dass in denen diese Enzyme sich auch in ihrer Aktivität vermehren und dass sich auch wirklich diese Pro-Resolving Mediators anschließend vermehrt bilden gegenüber der Ausgangssituation. Und wir wissen auch, wenn wir sehr vorsichtig und mit ganz niedrigen und langsamen Schritten vorangehen, dass wir bei den Mitochondrien Deletionsmutanten, die durch oxidativen Stress entstehen, dass die sich vermindern und dass sich gesunde Mitochondrien vermehren. Und das erklärt sich im Wesentlichen darüber, dass neben dem niedrigen oxidativen Stress wir natürlich auch eine Reihe von Botenstoffen, Interleukinen vermehrt freisetzen, die einer TH2-Antwort entsprechen. TH2 ist das, was der Körper braucht, um sich mit Allergien und mit Antikörpern gegenüber Bakterien auseinanderzusetzen. Und die TH1-Antwort ist die, die er braucht, um sich mit Viren auseinanderzusetzen. Und das wäre bei so einem SARS-CoV-2 oder auch Grippe ja der Fall. Und wenn man eine total überschießende Immunantwort hätte, wie ich es in der letzten Woche ja schon erzählt habe, dann ist es eine gute Möglichkeit, wenn man die Dysbalance von ganz viel TH1
mehr in Richtung TH2 bringt, und zwar nicht, indem man das fixiert, sondern indem man es modulierend macht. Und modulierend bedeutet, ich gebe einen Reiz, der für eine kurze Zeit besteht, nehme den Reiz wieder weg und der Körper regelt gegen und kriegt also auch eine Gegenregulation, sodass sie langfristig wieder ins Lot kommen und dann auf die verschiedenen Reaktionen angemessen reagieren können. Und darüber kriegt man wegen der mitochondrialen Verjüngung tatsächlich auch eine bessere Funktionalität ihres Immunsystems hin. Ich weiß nichts, macht nichts, und das sollte nicht passieren. Denn der besser informierte Patient wird in der Regel auch besser behandelt, also informieren Sie sich und kommen Sie mit den richtigen Fragen. Denn Sie wissen ja, alt werden ist nichts für Feiglinge, alt wollen wir aber trotzdem alle werden, aber alt sein wollen wir nicht und gesund altern wollen wir alle. Also, let's go! Wenn Sie dieses Thema mit den Mitochondrien weiter interessiert, und das ist sozusagen die Grundlage jeglicher Zellfunktion, dann sollten Sie sich doch nochmal unsere Mitochondrien-Serie, Interviewserie mit Frau Prof. Dr. König anschauen.